Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Bethanien-Serie. Ich stehe heute auf der Rückseite des Bethanien-Hauptgebäudes. Im Hintergrund erkennt man schön einen der Glockentürme vom Hauptportal und die zum Hause gehörende Kapelle. Die Diakonissenanstalt Bethanien war ja eine christliche Institution. Die hier wirkenden Diakonissen versuchten ein gottgefälliges Leben im Dienste des Herrn Jesus zu führen. Und im Sinne christlicher Barmherzigkeit und Nächstenliebe engagierten sie sich auch außerhalb der Anstalt. Beispielsweise in der Betreuung armer Familien, alleinstehender Kinder, entlassener Strafgefangener oder sogenannter gefallener Mädchen. Mitte des 19. Jahrhunderts war in Deutschland etwas entstanden, eine Bewegung, die man Diakonie von unten nannte oder auch die innere Mission. Eine Bewegung evangelischer Pastoren und Theologen als Reaktion auf die Industrialisierung, den aufkommenden Kapitalismus und seine Folgen wie Massenarmut, Verstädterung und die damit einhergehenden sozialen Unruhen. Das Bethanien, die Diakonissenanstalt Bethanien, war eine von insgesamt 6 Diakonissenanstalten in Deutschland. Das Haupthaus, das sogenannte Mutterhaus, befand sich am Rhein in Kaiserswerth. Und das Bethanien hatte aber ein Alleinstellungsmerkmal. Es wurde auch intern als das Weiberregiment von Berlin bezeichnet, mit leicht kritischen Anklängen, denn von Anfang an war ja dieses Haus als einzige unter Leitung einer Frau. Die erste Oberin war die bereits erwähnte Marianne von Rantzau. Ja, die Idee zur Leitung durch eine Frau hatte der preußische König Wilhelm IV., ein ausgesprochener Sozialromantiker, der sich auf die mittelalterlichen Orden besann. Die Frauenorden wurden ja stets von Äbtissinnen geleitet und das war sein Vorbild für seine Stiftung, das Bethanien, und es wurde von ihm in den Gründungsstatuten festgelegt. Es ist nicht der Pfarrer oder ein Arzt, der dieses Haus leitet, sondern die Oberin. Und man kann sich vorstellen, dass das zu einigen Reibereien zwischen der Ärzteschaft, den Pastoren und auch der leitenden Oberin führte, denn die denn Frauen zugewiesene Rolle war damals eindeutig. Sie war lediglich eine Gehilfin des Mannes, die dem Mann eher zu dienen hatte. Und dass man hier die Rollen umgedreht hatte und die Herren die Oberin nur beraten sollten, das wurde doch sehr zähneknirschend geschluckt. Und ins 20. Jahrhundert hinein schwelten diese Konflikte weiter. Die Damen konnten sich aber behaupten. Marianne von Rantzau hat doch einige Federn gelassen bei diesen Auseinandersetzungen. Sie starb ziemlich ausgezehrt, es hat ihr einige Kräfte gekostet, 1855 nach langer Krankheit an Krebs. Und die Herren konnten sich erst 1933 durchsetzen, als die Statuten dahingehend geändert wurden, dass es einen Hausvorstand gab, neben der Oberin nun auch der Anstaltsgeistlicher als Hauptvorstand, der nun auch hauptsächlich das Sagen hatte. Ja, in dieser Zeit wurde auch das Gebäude hinter mir errichtet, das sogenannte Seminargebäude, das auch ein Schwesternwohnheim war, wurde 1930 fertiggestellt. Und 2 Jahre zuvor war ein ganz anderer Frauentyp hier als Patientin ins Bethanien eingeliefert worden, die Tänzerin Anita Berber, eine extrem moderne Frau, deren Schicksal den wenigsten heute bekannt ist, aber viele kennen sie von einem berühmten Gemälde von Otto Dix aus dem Jahr 1925 mit dem Titel Bildnis der Tänzerin Anita Berber. Sie posiert in einem eng anliegenden, knallroten Kleid, sehr aufreizend, erotisch und gleichzeitig interessant. Obwohl sie damals erst 26 Jahre alt war, hat Otto Dix sie als alte Frau dargestellt. Mit Falten, eingefallenen Wangen, blassem Teint und tief schwarzen Augen. Da hat er etwas in ihr gesehen, ihren Abgrund,
Denn einerseits führte sie ein unglaublich exzessives Leben. Sie war eine femme fatale, ein Vamp, trat nackt tanzend auf, was zu Skandalen führt, teilweise tumultartigen Zuständen. Sie nahm Kokain, Morphin, trank eine Flasche Cognac am Tag und ließ keine Prügelei aus und verkörperte damit die komplette Hemmungslosigkeit, das Aufbegehren gegen die alte, überkommene preußische Disziplin, Moral und Bürgerlichkeit. Und dieses exzessive Leben führte dann wohl auch mit zu ihrem Zusammenbruch im Herbst 1928. Sie wurde hier in Spitalien eingeliefert und bekam eine vernichtende Diagnose, galoppierende Schwindsucht ohne Chance auf Heilung. Die Tuberkulose kostete ihr das Leben. Nach nur einer Woche Aufenthalt hier in Britannien verstarb sie daran. Ja, die Tuberkulose war eine Infektionskrankheit, an der damals jeder vierte Deutsche erkrankte und auch starb, meist schon in sehr jungen Jahren. Es gab damals noch keine Medikamente oder Impfungen, aber man setzte auf Luftkuren. Auch hier in Berlin, man erkennt hier oben auf dem Seminargebäude eine Dachterrasse, einmal auf dieser Seite und dasselbe auch auf dem rechten Flügel. Und da bettete man die Tuberkulose-Erkrankten mehrere Stunden an der frischen Luft, Höhenluft sozusagen, nach dem Vorbild vom schweizerischen Davos, wo es die berühmte Lungenheilanstalt gab. Und so kann man hier vom Kreuzberger Davos sprechen. Ja, wie es mit dem Britannien weiterging nach dem Krieg bis in die heutige Zeit, das erfahren Sie dann im dritten und letzten Teil unserer Serie von meinem Kollegen Martin Düspol.